Hause für die Samstagsverfolgung. Davor sehen Sie diese Stelle jetzt gerade bei der Arbeit. 10 bis 12 Bar Druck fahren für die Anlage. 190 Grad hat er da, wenn er dann darüber kommt. Diese Stelle deswegen, weil das Schiff ist ein Neubau 2076 lang, hat man bei der Planung schon hohe Feuerung durchgestrichen. Wollten wir auch nicht unbedingt. Und der Fahrgäste haben keine Ruhe für die Gegenfahrt. Deswegen die Anlage für die Dampferzeugung. Die Abgasungsbrenner geht oben aufs Vorderrad raus. Dann sieht die Patrick, wenn der Deutschland liegt, ist der Brenner aus, sodass da keiner irgendwelche Abgase kostenlos knüppelt. Hier ist jetzt aber 12 Bar erreicht, geht er aus. Wir sind nur bei 10 Bar, also knappe 3 Minuten, bringt er wieder an. Und da sehen wir ein bisschen Druck zwischen 10 und 12 Bar haben. Von drüben haben wir dann die gute alte Dame, unsere Dampfmaschine, die weiße Zylindermaschine. Sie sehen uns die beiden Deckel. Einmal den kleinen, das ist der Hochdruckzylinder, der große ist der Niederdruckzylinder. Und wir haben bei dieser Maschine eine schiebende Steuerung, nach dem Erfinder benannt, Stevenson. Das ist eine Schiebersteuerung, hier an der Stirnseite und auch auf der anderen Seite ist eine Schieberplatte drin. Die geht hoch und runter durch diese Extender da. Einfach ist da oben und unten zur Öffnung, dreht den Dampfhahn aus, drückt der Dampf oben rein, drückt den Kolben runter, drückt dann unten rein, drückt den Kolben wieder hoch. Erst bei den Hochdruckzylindern, dann geht der Abdampf runter bei den Kanal.